Hey, what's up, Jenny Family? Auf den Bushido Animus Song habe ich ja nicht reagiert, weil ich keine Zeit hatte. Ich habe das irgendwie, Leute, ich hatte so viel zu tun und habe das nicht geschafft. Aber ich werde überall mit dem Song konfrontiert. Überall fragen mich Leute: Hey, Jenny, wann reagierst du auf den Song? Egal, wo ich hingehe, überall, ob im Supermarkt, ob ich feiern gehe, egal, wo ich bin. Jeder möchte, wirklich jeder, dass ich auf diesen Song reagiere. Darum habe ich mir gesagt: Heute reagiere ich auf den Song nachträglich, also verzeiht mir mein zu spät sein. In der Zukunft gebe ich mir Mühe, rechtzeitig zu sein. Folgt mir auf Instagram für ganz viel positiven Input. Ich bin gerade ein bisschen erkältet. Ich hoffe, dass meine Stimme mitspielt. Also verzeiht es mir, die Erkältung macht mir ein bisschen zu schaffen. Sound ist an, Bild ist an, Licht ist an. Ab geht's. Let's go. Ich sag auch mal ehrlich, die Leute haben echt böse reagiert. Negativ, sehr negativ reagiert. Von wegen, das geht gar nicht und so, du musst drauf reagieren, der Song geht gar nicht und so. Ich will mich jetzt ehrlicherweise vergewissern, ohne irgendjemanden in den Hintern zu kriechen. So wie es viele da draußen machen. Ich will ehrlich, wirklich geschmackvoll reagieren. Es kann sein, dass ich den Song super gut finde. Vielleicht finde ich ihn auch richtig schlecht. Vielleicht finde ich ihn auch mittelmäßig. Ich werde euch ehrlich sagen, wie ich diesen Song finde. Also seid gespannt. Bushido macht immer gute Videos. Bushido investiert in seine Videos. Der wird auch das Video jetzt nicht so machen, dass es irgendwie bekloppt sein wird, dass man es haten kann. Deswegen an dem Video wird es nicht gelegen haben. Es liegt wahrscheinlich an der Aktion allgemein, dass Bushido jetzt einfach zurückkommt, wa? Okay. Sie fragen mich, ob ich meinen Streit mit diesen Nutzen klär. Doch ich mach aus Beef Gold, so als ob ich Nussrit wär. Okay. Er geht jetzt. Nusrit. Er geht jetzt darauf ein, dass er Beef hat mit den Leuten und so. Darauf geht er ein. Das heißt, er lädt auch dazu ein, dass man seine Meinung zu dem Beef äußert. Er lädt dazu ein, dass jeder quasi sagen kann, was er will über diesen Beef. Und was auch noch sehr interessant ist, er steht auf einem Sarg. Es ist geschmacklich, moralisch vertretbar. I don't know. Ich weiß nicht, was die anderen Reactor gesagt haben dazu. Was sagt ihr dazu? Ich habe keine Ahnung. Es ist spannend, was jetzt kommt. Hat er noch einen Ghostwriter? Schreibt er selber? Ohne ihn dissen zu wollen. Schreibt er selber. Hat er das hier selber geschrieben? An alle Bushido-Anhänger, könnt ihr mir bitte helfen? Hat er das selber geschrieben? Oder nicht? Sagt mir das mal bitte. Diese Frage, was ist deine Fotze in dem Livestream? Einfach eine Fotze in einem Livestream. Fick auf High Society. Okay. Das heißt, Animus springt jetzt mit rein auf den Diss-Film. Also Bushido disst und Animus kommt da jetzt mit rein. Animus habe ich wahrgenommen als einen lyrischen Künstler, einen lyrischen, talentierten, hochbegabten Künstler. So habe ich Animus wahrgenommen. Ich weiß nicht, wie Leute ihn da draußen wahrnehmen. Ich empfinde ihn als lyrisch wertvoll, auch in seinen Freestyle-Dingern. Cooles Ding, geil. Er macht die geilsten Freestyles. Oh, ich werde am Schluss des Videos, glaube ich, einiges dazu sagen müssen. Weil die Kombination jetzt aus beiden, dass man von beiden quasi nichts hört und dass beide sich jetzt zusammentun, um dissen zu wollen, ist das schlau oder ist es nicht schlau? Ich meine, im Endeffekt habt ihr das Echo gehört. Ich habe den Song nicht gehört. Ich habe nichts von dem Song mitbekommen. Ich bin ganz ehrlich. Ich habe auch nichts aus der Resonanz. Doch, Resonanz habe ich mitbekommen. Dass der Song schlecht sein soll, habe ich mitbekommen, okay? Dass Leute sich darüber aufregen, habe ich auch mitbekommen. Aber das Echo selber, allgemeines Echo aus der Community, werde ich wahrscheinlich jetzt mit meiner Reaction rausfinden. Ja, gucken wir mal. Breche das Genick von deinem Silbenakrobat. Das ist Animus im Beast-Modus, Sony Boss im Flavor. Das Ding ist halt auch nach dieser Manuelsen-Sache, ne? Ist es natürlich auch schwierig, wenn man jetzt auf diesen Gewaltfilm springt und da Leute sind im gegensätzlichen Camp, die sagen, ja, du bist doch weggerannt. Warum er weggerannt ist und wieso und was die Umstände waren und so weiter und so fort, da will ich mich gar nicht, ne? Wie gesagt, das sind Männerprobleme, da habe ich nichts mit zu tun. Aber wenn er so confrontational, also so in die Konfrontation geht mit seinem Rhyme jetzt gerade, dann sieht man natürlich direkt, also ich habe jetzt direkt diese Manuelsen-Bilder gesehen. Für mich war das jetzt so direkt so, okay. Er geht in die Konfrontation, aber wenn er in der Realität in die Konfrontation geht, ist er dann auch so.
Das weiß man bei ihm halt nicht. Okay. Ganz kurz, nur für meine Allgemeinbildung, für meine Deutschrap-Allgemeinbildung. Waren das mal Feinde? Sind die jetzt Brüder geworden? Ich habe wahrscheinlich richtig was verpasst, ne? Leute, helft mir. Waren das mal Feinde? Sind es jetzt Brüder geworden? Ich glaube ja, oder? Er meint die beiden damit. Ficke dein Reaction-Clip, alle sind geschockt, denn diese Szene hat uns tot gesagt. Warte, wie jetzt? Was, dein Reaction-Clip, hallo? Nein, wir gehören dazu, wir pushen das Ding ja mit. So ist es nicht. Es gibt wenige Frauen, die das machen, so wie ich es mache. Zugegebenermaßen, ich bin auch durch einige Sachen gegangen, ich bin auch durch einige Stürme gegangen. Dadurch hat manchmal der Sound gefehlt. Dadurch hat manchmal das Licht gefehlt. Dadurch hat mal was gefehlt. Aber ich bin auch nur ein Mensch. So. Dennoch, glaube ich, sind Reactor sehr wichtig. Nicht alle, aber einige. Ich bin wichtig, Mann. Was denn hier? Nicht mich dissen. Einfach eine, die mit Leuten kommt, werd mich nicht vertragen, denn für mich... Eine, die mit Leuten kommt, da geht er jetzt darauf ein, wahrscheinlich auf die Attacken, die ihm gegenüber gewidmet waren oder so. Grundsätzlich finde ich es gut, wenn man seine Kämpfe im Rap auslebt. Finde ich grundsätzlich gut. Dagegen habe ich nichts, dagegen sage ich jetzt auch nichts. Ohne uns ist Rap ein Haufen Scheiße, wie die Hype Awards. Gruß an die, die dachten, ein Comeback wäre nicht möglich, eure Könige sind tot. Lang lebe der König. Okay, mit den Hype Awards hat er definitiv recht, weil das war echt, sorry, geht gar nicht. Das war wirklich nix. Aber Bushido ist einer der Ersten in Deutschland, das ist klar, ne? So einer der Ersten in Deutschland, der auf seine Art und Weise diesen ganzen Rap-Film mitgeprägt hat. Können wir uns nicht von freisprechen. Ich sehe ihn gerade nicht in der Rolle des Angreifers. Für mich ist er Deutschrap-Legende, Urgestein, aber auch jemand, der so ein bisschen die gewisse Reife hat und auch ein bisschen weise sein sollte jetzt dem Ganzen gegenüber. Und bei ihm finde ich, ich will nicht sagen, dass es ein bisschen cringe ist, will ich nicht sagen, aber braucht er nicht. Also wenn er jetzt sich wehren will, glaube ich, könnte er sich besser wehren, wenn er nicht in die Konfrontation geht. Wenn er jetzt gar nicht auspackt, sondern classy einmal kurz sein Statement abgibt, aber so, ich ignoriere euch und irgendwie über was anderes singt und vielleicht das bisschen humoristisch ins Lächerliche gezogen hätte. Ich glaube, da sehe ich ihn eher. Jetzt so in diesem Ding ist es viel zu ernst. Ich finde, er nimmt es viel zu ernst. Er hätte viel mehr, vielleicht hätten beide ein bisschen so drüber lachen müssen. Ich weiß nicht, aber es ist so ein bisschen zu ernst genommen, meiner Meinung nach. Outfit, genau, okay. Auch wichtig. Es ist nicht der schlechteste Song. Ich bin die Einzige, die das in Deutschland sagt, wahrscheinlich, oder? Okay, mein Statement zu der ganzen Sache ist, ich glaube, der Fehler, der, nicht Marketingfehler, aber der Kunstfehler, ich nenne es mal so, ist, beide hätten individuell, glaube ich, das wäre fresher gewesen, individuell in die Öffentlichkeit treten müssen. Dass die beiden sich jetzt zusammentun, ist ein bisschen so, kommt so rüber, so ein bisschen, vorsichtig ausgedrückt, Jennifer, als wenn beide ein bisschen rumheulen und ihr zusammenkommen. So kommt es rüber. So wirkt es ein bisschen auf mich. Cooler wäre gewesen, wenn Animus alleine Kunst geschmettert hätte. Bushido alleine Kunst gefeuert hätte. Bisschen Statement, bisschen Humor. Beide, okay? Da machen beide irgendwie nochmal Promo für sich, okay? Und dann kommen beide mit einem ganz neuen, fetten, jetzt nehmen wir alle hoch, jetzt zeigen wir allen, was wir können, Legendary-mäßig auseinander. Und ich hätte thematisch gar nicht diesen Hype, das, was jetzt gerade abgeht, genommen. Ich wäre gar nicht drauf eingegangen. Ich hätte, wisst ihr, was ich gemacht hätte? Ich hätte so, du bist eine Legende und du bist der Neue gemacht. Bushido hätte das lyrische Talent von Animus stützen müssen in einem Song zum richtigen Timing zusammen.
thematisch. Und zum Beispiel als Tipp, thematisch, hätte Animus ihm Props geben müssen dafür, dass er so lange am Start ist. Und das auf so eine liebe Art, dass Bushido seine liebe Seite zeigt. Vielleicht hätte er von seinen Kindern sprechen sollen. Das wäre auch viel stärker gewesen und auch kein Schwanz einziehen gewesen, sondern auch realistisch. Denn in seinem Alter, in dieser Art von legendärer History, die er hat, und auf diese Art und Weise, wie er den Deutschrap geprägt hat, will ich von ihm nur Stories von seiner Frau und von seinen Kindern hören. Ich glaube, das nehme ich ihm viel, kaufe ich ihm viel besser ab als das jetzt hier. Das ist mein einziges Ding, wo ich sage, das kann sehr unauthentisch wirken. Und ich verstehe auch, dass Leute sich darüber aufregen oder sich sagen, was macht der da? Und was machen die beiden da eigentlich? Alleine individuell wären sie stärker gewesen, weil ich gucke mir immer so die ganze Situation an und versuche halt eine bessere Situation rauszufiltern. Und ich glaube, man kann aus jeder Marketing-Situation eine für sich gute machen. Ich glaube, hieraus hätte man auch noch viel krasseres Marketing machen können. Und auch die Sache umschwenken können. Zum Beispiel zu 6ix9ine habe ich euch auch was zu sagen. Ich glaube, morgen kommt mal ein 6ix9ine-Video. Dazu habe ich auch was zu sagen. Weil ich glaube, jetzt sind alle so, 6ix9ine ist die Snitch, 6ix9ine ist die Snitch. Aber ich habe mich mit einem Kollegen von mir aus L.A. unterhalten. Und er meinte auch, 6ix9ine, wenn der wieder zurückkommt, der wird wieder am Start sein. So, aber das ist ein ganz anderes Thema. Darüber rede ich morgen mal. Da sage ich morgen mal meine Meinung zu. Hier zu diesem Thema sage ich, beide wären stärker gewesen, wenn beide individuell attackiert hätten. Auf eine sehr authentische Art und Weise. Nicht auf eine krawallgebürstete, sondern auf eine kunstvolle Art. Animus hätte lyrisch rasieren müssen. Viel mehr, er kann viel mehr. Und Bushido hätte viel mehr zu dem stehen müssen, was er ist. Nämlich ein Daddy, ein Ehemann und ein Vater von 5 Kindern, glaube ich. Und das wäre viel krasser rübergekommen. Meiner Meinung. Das ist meine Reaction als Frau zu diesem Thema und meine Gefühle zu diesem Thema. Was sagt ihr dazu? Seid ihr meiner Meinung oder seid ihr überhaupt nicht meiner Meinung? Ich bin gespannt auf eure Meinung.